gesammelt sein werden. Deswegen ist diese Partie so wichtig, um die Tabellenspitze eben zu schlechte Nachrichten für die Alba-Fans. Peyton Siever hat sich gestern im Training. Gut, dann geht's los. München in Rot, Monroe gegen Noko, das Duell auf der Center-Position und beim Sprungball, das geht schon mal Richtung Berlin. Ja, wir haben es in der Starting Five gesehen, Jonas Matisek, da ist er am Ball, jetzt also der Starting Point Guard, aber sie haben auch einen Martin Hermansson, der die Bälle gut verteilen kann, hier jedenfalls erster Turnover im Spiel. Erster Ball von uns. Ja, wir sehen schon, dass der Lied so ganz leicht versucht, Loh im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Es vergehen 10 Sekunden, bis man überhaupt reinkommt ins System. Oh, ist das krass. Das ist zwar unglaublich schlecht verteidigt von Loco. Da ist er viel zu weit weg und zu sehr ballorientiert. Du darfst Monroe da nicht einen Meter Platz im Rücken lassen. So, da haben wir Matisek. Koponen ackert sich da einen ab. Hermansson, sehr korbgefährlicher Spieler. Sigma. Erster Offensiv-Rebound nach Fehlwurf. Ja, und Matisek hier ganz frech gegen Koponen. Versucht er im 1 gegen 1 zu attackieren. Der auch von außen durchaus gefährlich ist in der Offensive, weil er von dort sehr gut Bälle verteilen kann. Koponen kommt über den Block, Hermansson ist dicht bei ihm. Eine kurze Schrecksekunde da, aber schon alles in Ordnung zu sein. Ja, der Präsident ist auch da, der noch Präsident. Da sehen wir den Zusammenprall. Breitis und Noko, aber es ist alles in Ordnung. Also Hermansson erstmal als Einser. Also versuchen tatsächlich Matisek auch ins Spiel zu bringen auf der 2. Immer wieder mal um gegen Koponen zu attackieren. Hier schönes Abrollen. Sigma, schlechte Hilfe. Erst Berliner Punkte. Ja, momentan wirklich in einer guten Verfassung, auch bei den Euroleague-Spielen macht der junge Kerl da sehr positiv auf sich aufmerksam. Koponen, nur mit dem Blick auf die Uhr, ein Zeichen, dass er vielleicht selber kreieren will. Oh! Ein wenig Glück für Vlado Lucic, der Dreier aus der Ecke mit Brett. Breitis in Schach gehalten von Lucic. Gute Bewegung, Noko. Da ist ein Platz nach dem Rebound. Offener Dreier getroffen. Durchaus ein Faktor, den wir im Auge behalten müssen. Was ist mit den offenen Dreiern? Wer trifft da am besten? Die Münchner hatten ja zuletzt erstklassige Quoten aus dem Dreierland. Rebound von Bartel gegen die Dreitis. Da hat er eigentlich das Mismatch und dann wird ihm der Ball geklaut. Da ist der offene Wurf, Zuordnungsprobleme. Ja. Das ist kein einfacher Abschluss. Eine gute Offense von Hermansson, der mit dem kritischen Blick zum Schiedsrichter andeutet, dass er dabei gefoult wurde. Das war meines Erachtens über der 8-Sekunden-Marke. Da sehen wir es nochmal. Ja, da ist Kontakt da von Bartel.
Aktion vorher mit dem Rebound und dem offenen Wurf. Energielevel überprüfen, ganz wichtig natürlich nach der Belastung beider Teams unter der Woche. Zwei Tage ist das Bayern-Spiel erst her, drei Tage das Berliner Spiel und wieder geht es schnell nach vorne auf Berliner Seite und wieder haben die Münchner Probleme in der Rückwärtsbewegung. Ja, und ich glaube, Monroe beschwert sich da nicht über die Schiedsrichter, sondern eher darüber, dass er da am Ende die Drecksarbeit machen muss. Aber es war auch tatsächlich ein sehr leichter Kontakt. Freiwürfe für Hermansson. Neun fünf die Führung für die Berliner, die ein wenig wacher wirken, die vor allen Dingen schnell umschalten aus den Rebounds und aus den Ballgewinnsituationen heraus. Bartel gegen Sigma. Ja. Ja, sehr lange, die Bewegung ist dann nicht gewesen im Münchner Spiel, nachdem die erste Offensive verpufft ist. Monroe. Ein wenig unkonzentrierter im Abschluss. Es ist ein beliebtes Rezept, gegen die Berliner sehr physisch zu spielen. Man sagt immer so, das mag Alba nicht, wenn es zu körperbetont wird. Sie brauchen ein bisschen Platz, ein bisschen Leichtigkeit im Spiel. Und wenn das der Aito-Mannschaft abgeht, dann wird es etwas ruckelig, dann fühlt man sich nicht so wohl. Vielleicht auch hier gerade mal die Aktion von Koppon darunter zu verstehen, dass man einfach ein bisschen mehr attackieren will. Sigma jetzt gegen Alex King. Ja, also das haben die Berliner vielleicht am Freitag beim fünften Spieler gehen. Schneller raus, mehr Bewegung. Tatsächlich fehlt den Münchnern da ein klein wenig die Spritzigkeit. Berlin ist aufmerksamer, ein bisschen wacher. Sigma an der Linie. Macht einen von zwei. Schönes Duell da jetzt auf der 3 zwischen Zipser und Giffey, den beiden Nationalspielern. Sehen wir da rechts im Bild. Ja, und das wird Zipser versuchen, zu seinem Vorteil zu nutzen. Er ist ja einer, der aus dieser Bewegung heraus sehr schön kreieren kann. Monroe, guter Einsatz beim Rebound. Der Einwurfpfeil zeigt pro München. Also gibt es hier Einwurf für den FC Bayern. Dann nochmal schöne Bewegung da von Zipser, um irgendwie den Ball loszukriegen. Lo passt auf nach Airball King. Das Duell auf der 5. Loco mal gegen Monroe. Gut aufgepasst. Schöner Stil. Boah. Klasse gemacht von Lo. Übersicht behalten. Freien Mann gefunden. Und jetzt haben wir eigentlich da genau hier das Mismatch. Und das nutzt Monroe sofort aus. Monroe gegen Sigma. Ein schwieriger Wurf von Giedraitis gegen Lucic.
hat vielleicht der Münster doch ein bisschen damit gerechnet, dass der Ball zum abrollenden Spieler geht. So, die Wechsel, die jetzt kommen, werden ein ganz klein wenig die Konstellation bei den Berlinern verändern, wenn Nogo geht. Thiemann kommt jetzt gegen Monroe. Da hat er zwar größenmäßig einen Nachteil der Berliner, aber wird sicherlich von der Bewegung her gut mithalten können. Und das hier passt natürlich auch gut zu Thiemann. Dieses Raushätschen, den ballführenden Spieler unter Druck setzen. Eine der positiven Dinge, wenn Thiemann auf dem Feld ist, dass du da mit zwei Leuten auf den Guard des Gegners gehen kannst, weil er sich so schnell bewegen kann. Jetzt auch noch Nelson, also hat jetzt zwei Spieler auf dem Feld, die den Ball bringen können, zwei Ballhändler, weil er mit der Kontrolle übers Spielgerät ja nicht ganz so glücklich ist. Es ist gut gepasst aus dem Doppel heraus zu Giedraitis. Es ist ganz klar momentan eher das Berliner Spiel. Sie haben die besseren Antworten. Sie sehen, sie lesen die Situation schnell. Oh, das ist Foulspiel von Giffey. Aber ein ganz cleveres Foul, bevor Zipser hochsteigen kann. Zweite Team-Foul erst. Nochmal der Superpass von Sigma raus in die Ecke zum Litauer Rokas Giedraitis. Die Münchner wechseln auch nochmal. Jetzt hier Flaccadori, den Italiener. Der Ball ist weg, der Ball ist gelb. Ja, Monroe beschwert sich, dass er da geschubst wurde. Matisek gegen Nelson. Das ist ein ständiges Hin- und Herwetzen von Giedraitis für die Wurfposition. Und das ist natürlich bärenstark. Der läuft einmal über die Blöcke auf die linke Seite, zurück über die Blöcke auf die andere Seite. Zipser hinterher, ist nicht weit weg von ihm. Aber Giedraitis braucht heute nicht viel Platz. Ballverlust fast. Freches Aufposten. Alex King. Sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Fenerbahce. Ja, es gibt Freiwürfe. Nelson hatte sich zuletzt ein bisschen gefangen, war ja eine Zeit lang in der Kritik der Marcus Nelson, dann ein super Spiel gemacht gegen Real Madrid. Jetzt gegen Fenerbahce war es dann wieder eher in die andere Richtung. Das ist nach wie vor ein kleiner Wackelkandidat da auf der 1. So, Matisek an der Linie. 19 Jahre jung, ein traumhaftes Jahr für ihn bisher. Das Jahr 2019 macht enorme Fortschritte. Jetzt bearbeitet er dann auf Abseits vom Ball gegen Nelson. Sie haben sehr wenig Fouls, die Berliner. Da kann man schon mal ein bisschen investieren, um den Rhythmus des Gegners zu durchbrechen. Okay.
jetzt Radojevic, gutes Spiel. King von draußen für drei. Er weiß, dass Radojevic gut zu Fuß unterwegs ist. Da wird er nicht versuchen zu attackieren. Und da fällt er den Ball. Radojevic entschuldigt sich, weil er da jemand am Kopf trifft. Da nochmal der offene Wurf von draußen. Mit guten Minuten, 5 Zähler bereits für ihn. So, Wechsel bei Berlin. Mackay Mason jetzt da. Der wird sicherlich in den nächsten Partien auch wieder mehr Spielanteile bekommen, wenn Sieber zwangsläufig pausieren muss. Zaccadori. Sauberer Wurf war das am Ende auch nicht. Die Münchner haben schon Schwierigkeiten, ihre Systeme sauber zu Ende zu spielen, aus dem Halbfeld heraus. Leichte Punkte über Fastbreaks gibt es noch gar nicht. Super gelöst von Mason nach dem Switchen in der Verteidigung gegen den großen Mann, aber von München auch schlecht verteidigt, weil danach rotiert werden muss. Thiemann völlig frei. Zaccadori. Das passt ihm überhaupt nicht. Aber sie kriegen den Ball noch zum freien Mann. Achtung, Achtung, Uhr läuft ab. 16 zu 22. Ja, 16. Bei den Berlinern. Lukas Giedraitis mit einem guten Spiel und aktuell 12 Punkten von 22 auf Berliner Seite. Die 30. Also natürlich noch absolut gehält. Zweites Viertel. Loco jetzt gegen Radojevic. Er kann schon passen, der Landry Noko, aber natürlich ist er nicht so ein begnadeter Passgeber wie ein Sigma zum Beispiel oder auf Münchner Seite Monroe von der großen Position. Zweite Foul von Giffey, der sehr viel am Gegner arbeitet, bevor der Ball in dem Fall zu Lucic kommt. Radojevic, ungenaues Anspiel. Es sind schon so ein paar kleine Unzulänglichkeiten dabei. Und ein super Anspiel auf Landry Noko. Perfekt gelöst. Und auch hier wieder das, was Berlin mag. Abschlüsse finden, freie Leute finden in den ersten 6, 7, 8 Sekunden. Wir sehen, dass es bei den Münchnern viel länger dauert. Nelson hat den Ball in der Hand und gibt ihn jetzt ab bei 7 Sekunden noch auf der 24 Sekunden Uhr. Das ist natürlich viel zu Point Guard lastig. Da muss der Ball viel schneller aus seinen Händen, viel schneller in die Bewegung. Giffey. Münchner lassen da jede Physis vermissen. Also der deutsche Meister wirkt da deutlich müder heute. Kuponen. Extrem schwerer Wurf am Ende. Auch da keine ideale Ballbewegung. Hier Alba versucht es auszunutzen, dass die Münchner nicht richtig zupacken in der Transition Defense. Ja, und ohne Alex King. Wäre es bei München deutlich schwieriger.
Das macht King sehr ordentlich, auch gegen Fenerbahce hat er ja in der zweiten Hälfte zwei schnelle Dreier hintereinander die Mannschaft drangehalten. Steht in dieser Saison eigentlich in der BBL nur bei 27% von der Dreierlinie, aber er spielt momentan mit viel Selbstvertrauen. Frei. Da ist man viel zu spät bei Zipser. Ja, das ist stark gesehen. Monroe zieht drei Leute auf sich und dann geht's schnell raus. Beste Option, ein freier Kopf und an der Dreierlinie. Mason. Elst versucht zu attackieren, macht er gut. Aito steht dort, hat Hidraitis und Sigma zum Wechseln bereit, aber das wäre eine gute Gelegenheit, eine Auszeit zu nehmen. Aber Aito gilt ja als Auszeitallergiker und wartet oft sehr lange oder nimmt gar keine. Foul jetzt hier von Mason an Nelson. Das war die Aktion vorher. Das war so, wie Berlin zuletzt hier gespielt hat. Einfach mal zügig den Ball nach vorne bringen und von der nicht vorhandenen Defensive bzw. von der viel zu sanften Verteidigung profitieren. Monroe. Aus der Bewegung raus, an Noko vorbei. Mason schwach. Kein gutes Abspiel da. Kopponen. Pick and Roll an der Seite mit Bartel. Ausgleich 28-28. Wünscht das Spiel jetzt deutlich flüssiger, schneller im Abschluss, wacher. Und hier Mason, der unter Druck gesetzt wird. Monroe passt auf, geht auf den Ball für den Spieler und ist schnell mit zurück. Eine richtig gute Vorstellung von Monroe jetzt hier. Im zweiten Viertel gerade, wie er die Pässe spielt, wie er Guard der Hamburg Towers, und der ja früher mal in Berlin und in München gespielt hat. Hamburger diese Woche nicht im Einsatz, wir haben ja eine 17er Liga, da muss gegen eine Mannschaft immer pausieren. Mit Foul. Also, wenn bei den Münchnern da auch Kopponen den Ball auf der 1 hält, Noko kommt mit raus. Das haben die Münchner dann sehr schnell gesehen, versuchen den Gegenspieler von Noko, eben Monroe, ins Bild zu setzen. Matisek. Münchner switcht kurz. Ja.
Auch für einen Moment war Platz da. Loco. Da ist unglaublich viel Platz für Mondo. Loco passt überhaupt nicht auf. Und dann ist der Ball auch sofort bei Monroe. Hermannsson, der Kopfball kann einem leid tun. Er wird ständig drangsaliert. Alles geht oft über seinen Gegenspieler. Wechseln die Berliner da auch mal auf der großen Position. Oh. Sigma hatte gar nicht so unrecht. Hier nochmal der Move von Monroe, der es jetzt mit Johannes Thiemann zu tun hat. Defensiv-Rebound, auch da kann Giedraitis sich fast eine dritte Wurfchance erarbeiten. Also man kann nicht behaupten, dass es ein sehr physisches Spiel wäre. Es ist eher harmlos. Kaum Fouls, auch hier in diesem zweiten Viertel. Wenig Freiwürfe, wenig ruppiges Spiel. Man merkt es den Mannschaften an, dass sie nicht bei 100% sind, was das Energielevel angeht. Hier den Ball runtergefasst nochmal. Auch das ist eine Nachlässigkeit entstanden. Berlin hier in diesem zweiten Viertel längst nicht mehr so aufmerksam wie in den ersten 10 Minuten. Ausspiel Kopon. Kurioses Anspiel. Ich weiß nicht, ob das von Monroe so geplant war, aber wenn, genial. Bayern wieder mit Flaccadori. Oh, brillant. Natürlich ein Zauberanspiel von Sigma hinter dem Rücken auf Giedraitis, vom Timing her exzellent und dann leichte Punkte für den Litauer. Giedraitis ist dran, Giedraitis aus dem Weg. Mit Ablauf der 24 Sekunden noch mit dem Wurf aus der Halbdistanz. Ja, da war erst wenig Bewegung drin und dann sehr, sehr aufmerksam, was Monroe da macht. Das ist wirklich gut gegen Thiemann. Und dann gibt es den Schlag von JT an Monroe. Unsportliches Foul. Hier nochmal, das ist Anspiel vorher. Viel besser kann man das auch vom Timing nicht machen, wie da Sigma und Giedraitis. Für Monroe, der ja tatsächlich nicht nur der Topscorer ist mit 11 Punkten als einziger Münchner zweistellig, sondern eben auch in der Defensive da wirklich aufmerksam ist. Bogosiewicz, Fehler. Matisek, Giedraitis. Aber auch nicht alles.
Trainer hält sich vornehm zurück. Hören Sie mal, wie leise das hier ist. Ja, man beobachtet das hier. Ein Spiel, das einige Feinheiten bietet, aber man merkt es beiden Mannschaften an, dass sie von der Power und von der Aggressivität her nicht 100% geben. Wahrscheinlich auch eben, weil sie es nicht können, weil die letzten Spiele auswärts in der Euroleague einfach erst 2 respektive 3 Tage zurückliegen. Sigma kommt gerade noch rechtzeitig aus der eigenen Hälfte und spielt dann noch den Pass auf Thiemann. Auch damit unsportliches Foul gefordert. Vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ja, man kann darüber diskutieren, was Flaccadori da macht. Freiwürfe für Johannes Thiemann. Thiemann an der Linie, bringt Berlin wieder ein bisschen ran, 37-34. Lohn im Spielaufbau. Flaccadori. Da kommt wieder der zweite Mann und das klappt schon wieder auf Berliner Seite. Dass die Münchner heute so viel Probleme mit haben, wenn sie im Aufbau attackiert werden. Das ist schon ein wenig verwunderlich. Lucic. Ja, das Foul geht an Kenny Ogbe. Was erst aussah wie ein heftig gestellter Block von Ogbe, wird von den Schiedsrichtern als sich bewegender Block gepfiffen. Also unsauber. Luigi Giannelli. Foul. Flaccadori war am Ball, aber eben auch am Gegner. War knapp. Foul spielt beim Rebound. Dojovic soll sich da zu heftig eingesetzt haben. Und weil es sein zweites ist, gibt es den Wechsel auf der großen Position. Radonjic will da nichts riskieren in den letzten 40 Sekunden der ersten Hälfte. Freiwürfe passen. Die Möglichkeit, wenn sie ganz schnell abschließen, die Münchner noch 2-for-1, also dass sie nochmal in Ballbesitz kommen, aber das klappt jetzt scheinbar nicht. Loh 3.
ein Offensiv-Rebound und Berlin wird jetzt vom Gas gehen und ausspielen. Unabhängig davon, ob es erfolgreich wird oder nicht, die Partie geht quasi unentschieden, quasi ausgeglichen in die Halbzeit und Loh nutzt das noch einmal aus. Ballverlust im Spielaufbau. Turnover Mace, leichte Punkte des FC Bayern, die das Maximum in den Playoffs ist. Ist nicht das allergrößte Geheimnis, dass wohl Platz 1 zwischen diesen beiden Mannschaften entschieden wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Insofern ist dieses Match extrem wichtig. Es hat aber in den ersten 20 Minuten den Eindruck gemacht, als wäre die Intensität und die Aggressivität bei beiden Mannschaften noch nicht entsprechend auf dem Niveau, wie man es vielleicht vermutet hätte. So, das ist der neue Präsident dann, also ab kommenden Samstag am FC Bayern München. Wir hoffen, dass wir ihn dann häufiger sehen, noch häufiger beim Basketball, aber wir haben es ja erfahren, er ist ein großer Fan des einzig wahren Heimspiels. Spiel an Kopponen. Spiel von Kenny Ogbe. Monroe, jemand ist schnell bei ihm. Ja, davon Lucic weghält, ist immer so eine Sache. Gut abgeschlossen. Klasse Aktion von Kenny Ogbe. Das machen die Berliner, das haben sie zu Spielbeginn schon gut gemacht, dass sie da versuchen, aus den ersten 5, 6, 7 Sekunden das schnellstmögliche herauszuholen. Monroe. Lucic mit Fehler im Abschluss. Ja, Hermansson kann sich ein klein wenig Platz verschaffen. Ja. Ein bisschen Entlastung für Giedraitis wäre nicht schlecht. 17 Punkte. Der Litauer alleine in der ersten Hälfte hat damit schon seine Saisonleistung, Bestleistung um einen Zähler übertroffen. So, gute Bewegung. Kopon bei der Ecke frei. Er ist ein physischer Spieler. Er spielt exzellent mit dem Rücken zum Korb. Das ist nicht mehr so angesagt in der NBA, deswegen hat Monroe da einfach auch momentan keinen Platz mehr. Der moderne Basketball ist nicht so sehr auf seine Person zugeschnitten, aber wir sehen, wie stark er immer noch damit den Rücken zum Korb spielen kann. Da haben die Berliner eigentlich nur Noko, um da ein bisschen gegenzuhalten, aber der sitzt momentan draußen. Da kommt der kappende Spieler, der Klassiker. Und im Nachfassen ist Thiemann da. Sehr schöner Alba-Spielzug, der am Ende die beiden Punkte bringt. 46-42. Foulspiel Monroe. Das Beinchen stellen. Hier das gute Rebounding von Thiemann. Kopponen. Ja, da haben sie jetzt wieder dieses Duell Monroe gegen Sigma. Das hat er gerade gewonnen.
schafft das nicht. Zwei Fouls von Monroe hintereinander. Das heißt, das ist jetzt sein drittes. Und wir sehen, das war auch nicht wahnsinnig clever. Er ist ein bisschen sauer. Ja, auf sich selbst wahrscheinlich auch. Denn logisch, dass er dann erst einmal auf die Bank muss. Drei Fouls, 17 Minuten. Jetzt verändert sich die Münchner Komposition auf groß. Bartel geht auf die 5, King geht auf die 4. Und hat jetzt das Duell gegen Sigmar. Ball noch gerettet. Neue Angriffszeit. Ja, Thiemann lacht. Und sagt, das war Flopping von Lucic. Und ich glaube, diese These unterstützen zu können, wenn ich die Wiederholung sehe. Da ist Lucic schon sehr weit geflogen für diesen kleinen Kontakt. Ist immer sehr schwer. Die Spieler wissen es am besten. Bildern zu erkennen, aber da könnte schon was dran sein. Einwurf. Es fehlt die Energie bei beiden Mannschaften. Man spürt es fast bei jedem Angriff. Koponen und später Pfiff. Und dazu Foul an der Dreierlinie. Das ist der aktuelle Stand in Göttingen. Es bahnt sich eine kleine Überraschung da an. Das hätte man sicherlich jetzt eher nicht erwartet. Göttingen ja noch sieglos. Koppon an der Linie. Von drei. Alba mit Hermansson gegen Loh. Der Blick runter, Sigmar wird angespielt, Lucic hilft. Guter Abschluss, schöner Pass über den Verteidiger hinweg. Und dann ist Sigmar natürlich in einer sehr, sehr guten Position. Loco zurück für Alba. Hoppe, Sigmar. Gut gesehen, gut gepasst. Von Hermansson weggeholfen, Hermansson bedient, offener Dreier drin. Berlin ist wieder ran. Auch das ist so eine etwas typische Situation für das heutige Spiel. Koponen verliert da den Ball. Ja, berührt ihn zuletzt, Ball ist im Aus. Wir sehen es hier, er dribbelt und da ist er weg. Korrekte Entscheidung. Ohne große Einwirkung des Gegners. Auch das sind so kleine Konzentrationsschwächen, auch das sind so kleine Müdigkeitserscheinungen. Thank you.
auch das nieder. Im Grunde muss Hermansson da ein bisschen konzentrierter auf den Ball aufpassen. Er ärgert sich natürlich maßlos. Nelson kommt und schlägt ihm einfach den Ball aus der Hand. Auch das nicht wahnsinnig aggressiv, auch das nicht mit viel Druck. Hier, zack, der Ball ist kurz ohne Kontrolle. Nelson ist da und der ist denn da mega sickig. Oh, da haben wir schon 4 Fouls für Ogbe. Gerade mal 7 Minuten. Das heißt, die Berliner werden jetzt groß, wenn man so will. Denn Ogbe geht und Giffey kommt. Und Giffey, der ist ja so eine Art Multifunktionstaschenmesser. Der kann eben die 2 spielen, die 3, die 4. Die nächsten Gegner der Münchner. Es geht nach Valencia, dann kommt Bayreuth, dann kommt Olympiakos. Ja. Valencia wäre natürlich eine Partie, die man vielleicht auswärts auch mal auf der Habenseite verbuchen könnte. Das Ganze am Freitag. Gutes Anspiel, Loco und Foul. Ein Foul aber vor dem Wurf von Bartel. Sehr gefährlich, diese Lob-Anspiele. Giffey. Gut die Defensive bewegt und dann Loco fast unbedrängt. Sechs Punkte, 3 Rebounds. Es wird wieder ein bisschen mehr das Berliner Spiel hier gerade. Jetzt Macadori. Zipser, wenig zu sehen heute von ihm. Bartel verpasst. Sigma. Guter Fake gegen King, aber eben auch kein erfolgreicher Abschluss. Mit Schrittfehler. Ja, da guckt er etwas verdutzt, aber ich glaube, das geht in Ordnung. Er war super schnell an die Dreitis vorbei. Nochmal dieses Anspiel von Giffey auf Noko. Super Timing von Giffey. Gute Bewegung von ihm. So ein bisschen die Defensive genarrt. Chance für die Berliner jetzt bei dem Ballbesitz. Zum Ausgleich oder zu führen. Matis, irgendwas muss kommen. Die Dreitis. Und Flaccadori ist da und unsportliches Foul von Matisek. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht doch eine Spur zu hart. Wir schauen mal hin. Ballverlust hier und dann. Hat er ihn da am Fuß erwischt? Sehr schwer zu erkennen, aber der Schiedsrichter stand unmittelbar daneben. Hat sich dann nochmal die Erklärung geben lassen. Das sah so aus, als hätte er zumindest mit den Händen nichts Böses gemacht. Hier, Achtung, der Ball ist weg und dann. Oh, er tritt ihn gegen das Schienbein.
Und es ist eine 1-gegen-0-Situation und dann, ja, nachvollziehbar. Hart, aber nachvollziehbar. Das ist nun mal die Regel, insbesondere bei diesen 1-gegen-0-Sachen. So, Noko ist da. Zipser aus dem Einwurf heraus, da sieht man als Verteidigung natürlich selten gut aus, mit einem so einfachen System. Und das aber auf der anderen Seite war eigentlich gut gelöst von Berlin, aber sie werden weggeblockt. Schneider kann nicht erfolgreich abschließen und wieder im Spielaufbau. Was unterlaufen da beiden Mannschaften für Ballverluste heute? Giffey wird gefoult, macht die Punkte. Aber der Fehler liegt da bei den Münchnern schon vorher, dass da gar keine Physis ist, überhaupt kein Spieler, der dieses Anspiel verhindert, der den Move verhindert. Das Foul kommt dann viel zu spät und hindert Giffey auch nicht am Punkten. Die Berliner, ja, sie haben ja insgesamt 4 Auswärtsspiele hintereinander. Das hier ist heute das zweite. Es folgt der Auftritt bei Panathinaikos, bei den aktuell starken Ludwigsburgern, bevor dann Belgrad in die Mercedes-Benz-Arena kommt. Kleine Nels, wenn man das so sagen darf, beim Offensiv-Rebound. Matisek ärgert sich, dass er da nicht richtig gegenhalten konnte hier beim Rebound. Wir sehen, dass er da hinter Nelson steht. Auszeit, Alba Berlin. Aufeinanderfolgenden Spiele, also mit nur einem Tag Pause dazwischen. Das ist natürlich schon nochmal eine richtig knackige Angelegenheit. Plus der Reiserei. So, Berlin 5 hinten, Matisek. Ja, sie kriegen aktuell in dieser zweiten Hälfte die Dreitis nicht so richtig in die Wurfposition. Der steht immer noch bei 17 Punkten, wie auch schon zur Halbzeitpause. Zwei Würfe für Giffey. Deutscher Nationalspieler, der eine wirklich gute Saison spielt bei Alba Berlin. Saison spielt bei Alba Berlin. Von den Wurfquoten her alles in der Nähe seiner Karrierebestleistungen. Warum sagt man's? Nakadori. King. Ja, der ist ein interessanter Spieler, dieser Diego Flaccadori. Er hat bisher in dieser Saison zu wenig Einsatzzeit bekommen, sagen viele. Er hätte eigentlich noch mehr, gerade bei dem BBL-Spiel, Erfahrung sammeln müssen, denn der kann viel. Matisse. Ja, da stehen sie dann doch zu lange in der Zone. Abschluss wäre möglich gewesen. 1:18 noch im dritten Viertel. Hier nochmal Flaccadori. Schöner Move von ihm. Beim Dribbling von rechts auf die linke Seite. Crossover-Dribbling an Ogno vorbei. Der sich hier auch wieder versucht, intensiv um den Italiener zu kümmern.
Zipser stark. Und King für drei. Zweite Wurfchance, optimal ausgenutzt. 9 Zähler Vorsprung. Letzte Minute läuft, Alba sollte nachlegen. Durch das Switchen wieder, da habe ich jetzt hier die Situation mit Loco, aber der passt schlecht raus, hat er nicht gut gelöst, dieses Mismatch, aber die Münchner verlieren wieder den Ball. Matisek. Viertel steht an. Ja, Berlin hat zuletzt so ein bisschen die Schnelligkeit vermissen lassen. Musste sich sehr mühen für die Würfe, wenig Abschlüsse. 53 Punkte nach drei Vierteln. Das ist keine gute Offensivausbeute für die Gäste. Hier von Zipser beackert, kommt auch nicht mehr über die Blöcke drüber, da wird eher vorher gefoult, um Giedraitis an guten Wurfpositionen zu hindern. Gut gelöst. Thiemann frei unterm Korb, schnelles Anspiel, schnelle Punkte. Da ging aber der Ellbogen raus. Also wir haben gesehen, dass Zipser von Thiemann gefoult wird, aber dann schlägt Zipser mit dem Ellbogen ins Gesicht von Thiemann. Das Foul kommt hier und dann, das ist nicht der Ellbogen, er schlägt ihn mit der Hand. Ich gehe mal davon aus, dass das unbeabsichtigt war. Die Schiedsrichter beraten noch, wie sie mit der Situation hier umgehen. Also in jedem Fall, so sah es aus, haben sie das Foul von Thiemann gepfiffen. Das war ja auch in der Wiederholung gut zu erkennen. Deswegen geht Zipser auch an die Linie. Und dabei belassen sie es. Hermansson, Sigma. Da soll der Ball hin. Giffey hat den größten Vorteil und Nelson ist da sofort zur Stelle mit dem Foul. Aber natürlich richtige Entscheidung, den Ball da runterzubringen. Giffey hat aktuell da den körperlichen Vorteil. Aber Nelson passt auf und das ist nicht gut gepasst von Alba und dann noch mit Foulspiel von Giffey. Ja, das ist nicht wahnsinnig konzentriert in manchen Situationen. Auch hier, wir sehen es, das Anspiel von Thiemann. Nelson geht auf den Ballgewinn. Giffey weiß
Nur mit einem Foul kann ich da die Punkte verhindern. Wurf heute. Markus Nils. Hermansson, Pick and Roll mit Thiemann. Gute Bewegung. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Er ist ein beweglicher Spieler, kann sich da von Monroe lösen. Versucht Monroe auf der anderen Seite seine Qualitäten auszunutzen. Offener Wurf, Sixer. Foulspiel von Flaccadori. Für unsere 21, Dino Flaccadori. So, jetzt haben wir auch die große, hier nochmal den offenen Wurf. Giffey hilft weg von Zipser. Nicht ungefährlich. Guter Dreierschütze. Die Münchner jetzt mit der wahrscheinlich maximal größtmöglichen Formation. Febo von draußen. Rebound Monroe. Ein bisschen ruppiger jetzt hier im Schlussviertel. Viel mehr Fouls als vorher. Sechste Foul bereits. Zwei Minuten. Hier der Gitreitis Rempler gegen Lucic. Oh, der Ball ist, glaube ich, weg. Ja. Thiemann macht das gut. Verhindert nicht nur das Anspiel, sondern sorgt auch dafür, dass Monroe den Ball ins Aus befördert. Hermansson. Da ist Platz, aber da ist ein ungenaues Anspiel auf Sigma. War mehr drin. Vierte Foul von Gidreitis. Das ist nicht seine Hälfte. 17 Punkte in den ersten 20 Minuten. 0 in der zweiten Hälfte. Ihm bleiben sie massiv auf den Fersen. Und jetzt hat er auch noch 4 Fouls. Fehler beim Einwurf. Also, es sind die beiden besten Mannschaften in Deutschland. Überhaupt keine Frage. Aber vom absolutes Spitzenniveau sehen wir heute nicht. Dafür sind doch viele kleine Fehler dabei auf beiden Seiten. Thiemann, 3. Oh, der passt und das war natürlich super wichtig, jetzt nochmal schnell Anschluss zu finden. Und das nächste Foul in der Offensive. Monroe schiebt hier, Achtung, rechts gegen Thiemann und schlägt ihm sogar richtig. Ja, der Hand ins Gesicht. Davor bestraft Thiemann Monroe, dass der da so weit von ihm weggeht, aber den Wurf hat er ihm einfach gegeben. Ja, eine gute Gelegenheit für Alba Berlin, den Rückstand weiter zu verkürzen. Glaube für Danilo Bartel aufgemalt. Das werden wir dann gleich sehen. Erst einmal gibt es ja die Berliner Freiwürfe.
von 2 für Hermansson. Achten wir mal ein bisschen auf Danilo Bartel, der jetzt nach vorne kommt und dann wohl nur hinter die Dreierlinie gehen soll. Aber wir haben auch gesehen, dass die Berliner wieder beinahe erfolgreich dieses Attackieren mit dem großen Mann gegen den Ball für den Spieler hier praktizieren, aber mit Foul von Simon. Deswegen Freiwürfe für Nels. Bei den Münchnern. Loh kommt zurück. Das ist noch eine ganze Zeit lang draußen. Hermansson für Alba. Pick and Roll. Thiemann wird aber abgeschirmt unter dem Korb. Jetzt brauchen sie eine Notlösung. Und Hermansson versucht sich vorbei zu bewegen an Bartel, da ist auch Kontakt, aber reicht nicht aus für den Pfiff. Und auf der anderen Seite ist Loh schon wieder im Inside-Fight hier. Ballbesitz für die Münchner, Einwurf-Pfeil zeigt in ihre Richtung. Rutscht da irgendwie weg. Kommt wieder Pause für Zipser. 9 Punkte für den Nationalspieler. Ein gutes Abspiel. Matisek ist da. Ballgewinn, schnelle Punkte. Berlin wieder dran auf 7. Alex King darf man einfach doch nicht so da draußen stehen lassen. Das ist immer die Geschichte vom Gegenspieler, in dem Fall von Tim Schneider. Hilft man eben da in der Verteidigung, in der Mitte? Ist man rechtzeitig zurück beim Dreierschützen? Loco, Giffey. Nochmal der Pass, Hermansson. 10 Punkte der Vorsprung für die Münchner, 5 Minuten noch. Berliner Offensive ist heute nicht wahnsinnig produktiv. Offensive Rebound München. Ja, und dann hat Hermansson hier keinen Gegenspieler in der Rückwärtsbewegung. Die Münchner da etwas nachlässig, kommen hinter Hermansson nicht hinterher. Sehr stark improvisiert bei diesem Angriff. Oh, und der Dreier von Lucic. Und dann ein kleiner emotionaler Ausbruch noch vom Serben nach diesem erfolgreichen Dreier, weil er wohl den Kontakt auch noch gepfiffen haben wollte bei diesem Versuch. Antwort von Berlin ist schnell da, aber die brauchen jetzt Stops, ansonsten kommen sie nicht näher ran. Schön gemacht von Loh.
Schön gemacht von Loh. Vorbei am Gegner und dann auf den Mitspieler, auf Alex King durchgesteckt. Wir haben jetzt tatsächlich mal 2, 3, 4 erfolgreiche Offensivaktionen hintereinander in diesem Spiel. Das hat Seltenheitswert. 78-67, die Topscorer heute. Alex King 16 Punkte. Die Dreitis 17, alle in der ersten Hälfte vom Litauer. Die Münchner hier in den letzten 10 Minuten in diesem Schlussviertel mit dem Quäntchen mehr Energie. Lucic gegen Giffey, Bartl. Vielleicht geht noch was, dafür brauchen sie jetzt aber schnelle Punkte auf Berliner Seite. Hermansson. 10 Zähler von den FC Barcelona. Donnerstag ab 20.45 Uhr gibt es das bei Magenta Sport zu sehen. Aus der Euroleague, also das spanische. Den spanischen Klassiko. Das Pendant zu München gegen Berlin hier. Die beiden besten Mannschaften im direkten Duell in der Euroleague. Auch Berlin und München werden ja in der Euroleague zweimal gegeneinander spielen. Das erste Mal im Dezember. Maolo Loh. Versucht Hermansson abzuschütteln. Nelson. Der Ball ist nicht nur weg, sondern die 24 Sekunden sind auch abgelaufen. Haben sich etwas viel Zeit gelassen. Die Münchner wollen natürlich schon ein paar Sekunden hier von der Uhr nehmen, aber das hat etwas zu lange gedauert. So, Berlin braucht Abschlüsse. Schnell und erfolgreich. Die Dreitis. Das könnten seine ersten Punkte werden in dieser Hälfte. Werden sie nicht. Doku verpasst den Offensivrebound. Ja, da fehlt natürlich noch das Scoring. Also Markus Eriksson auf Seiten der Berliner hat sich mit warm gemacht heute. Es bestand ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht doch spielen kann, aber er hat nicht gespielt. Sieber verletzt. Und ein Alex King am Rande seines Career Highs. 20 Punkte sind das High, 19 hat er. So, auf der anderen Seite Sigma mit der Antwort. Ja, er ist nicht mehr der Luke Sigma der vergangenen Saison hier. Glücklicherweise hat sich King dann nicht ernsthaft verletzt. Das nochmal sein Abschluss, das nochmal die Mitspieler, die ihn abfeiern. Und Sigma auf der anderen Seite. Ja, Luke Sigma heute 7 Punkte, 3 von 4 aus dem Zweierbereich, aber das sind wenig Abschlüsse. Ja, es sind 5 Assists dabei, aber ihm fehlt so ein bisschen die Frische, hat man das Gefühl. Nelson. So, dann geht's weiter. Aito hat noch mal was skizziert, aber wie gesagt, ohne Gidreitis ist da wenig los. Thiemer noch mit einem sehr ordentlichen Job heute, 16 Punkte. Mit guter Einstellung, auch mit der gewissen Bissigkeit. Ansonsten lässt die Mannschaft ein wenig was vermissen, was auch schon bei Maccabi Tel Aviv der Fall war. Es fehlt momentan die Spritzigkeit. Aber man muss natürlich auch einiges wegstecken. Siva heute verletzt, Kavanaugh verletzt, Eriksson noch nicht wieder einsatzbereit. Giffey, 2 Versuche hintereinander, der zweite passt, 81-75 und jetzt müssen sie versuchen, die Münchner unter Druck zu setzen. 2 Mann bei Loh, kommen sie innerhalb von 8 Sekunden aus der Hälfte raus mit Ach und Krach. Loh gegen Hermansson, die Uhr wird wieder gemolken bis zum letzten Tropfen.
Mit Loh, mit Glück. Och, du liebe Zeit, Lucic. Huiuiui, ein offener Dreier noch am Ende, trotz des beinahe Fehlpasses. Nelson jetzt hier mit dem Foul. Das heißt, es geht rüber auf die andere Seite. Das Beste, was der Mannschaft in Unterzahl, in Rückstand passieren kann, dass man hier die Uhr anhält und Punkte erzielen kann. Da nochmal der offene Wurf von Lucic, hier das Einhaken von Nelson. Und Freiwürfe für Giffey. Noch fünf. Das soll ein Foul gewesen sein. Und da geht es eben darum, schnell aus dieser vermeintlichen Falle rauszukommen, schnell rauszupassen. Einwurf Lucic. Loh oder Nels als Ballempfänger. Zwei Ballhändler, zwei Aufbauspieler. Oh, da haben sie Glück, die Münchner, da haben sie riesen Glück, dass Nelson da nicht den Ball verliert. Da waren sie eine Fingerspitze entfernt vom Ballgewinn, die Berliner. Das war knapp, beim Einwurf, hier, da ist Giffey fast dran an Nelson. Der kriegt mit Ach und Krach den Ball nach vorne, wird gefoult, geht an die Linie. Und den macht er auch. Kaum Freiwürfe bisher bekommen in dieser Saison in der BBL. Zwei von fünf, heute alleine sieben Freiwürfe. Vor denen hat er sechs verwandelt. Berlin wird alles nach vorne werfen. Es zählt ja jetzt auch jeder Punkt. Am Ende kann vielleicht der direkte Vergleich entscheidend sein. Über Platz 1 am Ende der regulären Saison. Beide Mannschaften werden ja erst am letzten Spieltag in der BBL wieder aufeinandertreffen. King ist da und hier holt er sich direkt das High Five ab. King wird abgefeiert als Topscorer. Sekunden. Ein hohes Anspiel. Noko geht an die Linie. Idealerweise hätte er natürlich den Korb noch machen müssen. So, jetzt beide reinmachen. Ball beim Einwurf spielen. An der Linie. Null von zwei und der Ball ist bei Monroe und das Foul ist da und das Spiel ist entschieden. Monroe geht rüber zu den Freiwürfen. Das war's aus Münchner Sicht. Kann hier nichts mehr anbrennen. Tja, und Berlin? Vielleicht ein bisschen zu viel, was da gerade an Verletzungen ist. Andererseits haben die Münchner auch vier Verletzte. Nur Giedraitis hier in der ersten Hälfte mit richtig Alarm mit 17 Punkten. Aber der wurde in der zweiten Hälfte recht gut an die Kette von Lucic und Zipser gehängt. Und Radonjić wird, ja, mit dem Schlussviertel kann er halbwegs zufrieden sein. Ansonsten, ja, auch in der ersten Hälfte, auch die Münchner hatten Durchhänger, die Müdigkeit bei beiden Teams spürbar. Aber bei Alba wird es, ja, so ein bisschen. Und es ist ein Foul und es gibt Freiwürfe tatsächlich. Also
Wie gesagt, am Umstand des Sieges verändert das nichts. Denn selbst wenn er den ersten verwerfen sollte, dann schmeißt er den zweiten einfach daneben und dann ist die Uhr eh abgelaufen. Also bei 0,4 Sekunden. So, also tatsächlich sollte er jetzt den zweiten daneben werfen. Weil, was auch immer dann noch mit 0,4 Sekunden passiert, ist im Grunde egal. Aber wenn er trifft, sind es halt 4 Punkte. Genau.